Kannst du dir vorstellen, dass es an der Sura mal funktioniert? Einfach mal hingehen zur Sura, zum Beispiel hier an diesen Spot. Da ballert es direkt rein. Perfektes Timing, so soll das. Gerade erst ausgeworfen und gerade allerdings auch schon den, ja, jetzt hier gerade dritten Spot im Test an der Sura. Allerdings alles drei mit, alle drei Spots mit ähnlichen Ködern. Das heißt, Köder, die immer wieder ganz gut funktionieren an der Sura. Und ich hatte auch gerade schon in den letzten, ich sag mal, rund 40 Minuten ganz gut Marmorkarpfen gefangen. Aber auf Dauer war mir das dann doch noch ein bisschen zu wenig und vor allem zu kleine. Da war nicht ein Marmorkarpfen drauf mit über 10 Kilo. Na, guck mal hier. Kein Marmor, sondern ein Wildkarpfen. Das schmeckt doch. Das ist doch gar nicht so schlecht. 7 Kilo, gutes Gewicht. Na, die nehmen wir doch gerne mit. Also direkt wieder raus hier. Und zwar werfe ich da vorne. Ich eier das immer so ein bisschen. Ich bin nicht mehr so ganz präzise, weil ich die Routen nicht mehr geskillt habe. Aber ich werfe da den großen Busch an. Und das sind, wenn wir hier stehen, jetzt sieht man auch genau, wo der Spot ist, hier ganz oben in der Kurve. Das sind hier, ich sag mal so zwischen 25 oder sagen wir mal 27 und 35 Meter. So in dieser Area. 25, sagen wir mal 27 bis 30 Meter. So ungefähr. Vielleicht so auf 30 ungefähr einstellen den Clip. Und wenn es nicht ganz reicht mit dem Clip, dann passt es dennoch. Also, guter Start, gar nicht schlecht, gerne mehr davon. Und ich habe jetzt hier, da war gerade der Biss drauf, so ist das Setup zusammengebaut. Ich bin erstmal ein bisschen kleiner hier unterwegs. Erstmal testen, gucken, was funktioniert. Und ja, deswegen erstmal auch nur mit einem 1er Haken. 18er Thunfisch, 20er Thunfisch, also sinkende Boilies, Futtermische, gucken wir uns gleich an, denn zack. Next, hier geht wieder was rein. Hier übrigens eine etwas andere Kombination, denn hier habe ich neben dem Thunfisch auch noch Krabbe mit drin. Krabbe lief vorhin ganz gut an der anderen Stelle, da sind dann hauptsächlich Marmorkarpfen reingegangen. Was haben wir jetzt hier Kleines? Nee, eine Schleie? Ach, come on, eine Schleie? Das ist ein Ding. Das ist ja ein Ding. Naja, wir haben hier relativ kleine Köder. Warum nicht, ne? Warum nicht? Zack, nochmal schön rein in den Clip. Eine Schleie. Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber warum nicht? Ja, also, Köder sind jetzt hier wie folgt aufgebaut. 14er, 15er. Auch hier wieder soluble. Schön mit Krabbe-Muschel, beziehungsweise hier auch Königskrabbe wieder mit drin. Und das ist komplett auf Krabbe. Und das dritte Setup ist drin mit Krabbe, Muschel und Thunfisch. Also wir haben Thunfisch, wir haben Krabbe, Muschel, Thunfisch und wir haben Krabbe, Krabbe. Und das Ganze dann natürlich auch so wieder gespiegelt in der Futtermische. Da gucken wir gerade nochmal eben rein. Hanfsamen als Basis. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier vielleicht eher nochmal in Richtung Sonnenblumenkerne gehen kann als Basis, durchaus. Und da geht wieder was rein. Na guck. Schön auf Sonnenblumenkerne, denn das geht manchmal ganz gut in Kombination mit Wildkarpfen. Also, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Na guck, und es bimmelt weiter. Also, das sieht doch schon gut aus. Deutlich besser als an den vorherigen Spots. Da hat es deutlich länger gedauert mit dem Gezuppel und Gebimmel. Und es hat, es waren so kleine Brocken nur dran. Und das, ja, auch klein, aber es sind ja auch sehr kleine Boilies hier. Also wenn das jetzt gleich gut läuft und der Spot ein bisschen angefüttert ist, dann kann ich auch gleich nochmal wechseln auf größere. Und dann machen wir damit weiter, warum auch nicht. Also, Futtermische, wie gesagt, also mit der Basis gerne auch hier mit Sonnenblumenkern, warum auch nicht. Hier sind jetzt alles Krabben-Feed-Pellets drin und Thunfisch-Feed-Pellets, Lachs und Thunfisch. Lachs hatte ich gerade auch schon probiert, Lachs war nicht so gut. Da gab es keine Reaktion, zumindest am anderen Spot.
Und ja, hier eben alles schön in Kombination mit Krabbe und Thunfisch. Zack, und es geht weiter. Ja, cool. Sehr schön. Ich bin jetzt schon ganz zufrieden. Kann gerne so weitergehen. Und ja, ich werde auch hier noch ein bisschen weiter rumprobieren. Weil das halt schon ganz gut anfängt. Also gar nicht schlecht. Das Schöne ist, wir haben hier halt die auflösenden Boilies mit drin. Soluble. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer bauen. Eine Möglichkeit. Ja, ich sag mal, das ist so das Minimum. Ne? So ein schön 3 Kilo Wildkarpfen, das ist schon nicht verkehrt. Und das Ganze, das war jetzt hier eben auf 18er Feedpellets, 20er. Also wir wollen für die Wildkarpfen und Marmorkarpfen eigentlich schon ein bisschen größer rangehen. Und dementsprechend können wir hier auch gerne mit 1-0er dran gehen. Zack, wieder raus damit. Also 1-0er Haken, gar kein Problem. Vielleicht sogar 2-0er Haken. Also wenn das hier gleich läuft und richtig gut läuft und ja, an der Stelle einfach noch mehr reingeht, vor allem noch mehr Größeres jetzt dann schon reingeht, dann gerne auch die Haken ein bisschen vergrößern und gib ihm. Andere Möglichkeit hier an der Stelle, gleicher Spot, dann natürlich auch die Futtermische ein bisschen anpassen, dass man dann vielleicht so in Richtung Krill geht. Ganz andere Möglichkeit, fangen wir mit den Basics an, durchaus hier auch mal einfach nur einen Tauwurm reinwerfen. Einfach nur mit dem Tauwurm, gib ihm schönes dickes Blei. Guck mal hier, da haben wir jetzt gerade ein sinkendes, natürlich oder so ein für den Untergrund schön festhaltendes Blei, was eben auch bei starker Strömung nicht so schnell weggeschoben wird. Also das bleibt schön auf dem Boden hängen. Und es ist halt auch relativ schwer jetzt hier mit 84 Gramm, reicht das ganz gut. Also wir werden hier auch nicht weiter durch die starke Strömung hier weggezogen. Also es passt ganz gut. Und dann einfach mit dem Tauwurm testen. Erstmal als Basistest. Wie gesagt, dann die nächste Richtung ist dann Krill. Lachs natürlich auch immer. Thunfisch, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier Krabbe. Das sind so die Basics, die immer wieder ganz gut funktionieren. Ja, so viel zu dem Spot. Jetzt ist natürlich die große Frage, läuft das Ganze hier auf längere Zeit? Was kann man hier noch ausprobieren? Was funktioniert noch? Ich weiß, dass der in der Vergangenheit schon mal ganz gut lief mit Thunfisch komplett. Heilbutt, Thunfisch, Heilbutt war auch immer eine schöne Kombination. Also, das wäre natürlich auch hier jetzt nochmal zu testen. Muss ich also gleich noch testen, werde ich auch gleich noch testen. Und dann bin ich gespannt, was dann da noch reingeht. Ja, und vielleicht testest du ja auch nochmal ein bisschen. Und da muss man die Sucher vielleicht gar nicht so sehr aufgeben. Ne? Das Gewässer ist natürlich wahnsinnig unterfischt. Aber hier oben, wie gesagt, diese Stelle immer wieder ganz klassisch und gut. Genauso wie diese Stelle, da war ich auch gerade. Und zwar ist hier eine Schilfkante. Und man kann zum einen von hier als auch von hier, also zwei Positionen, man kann eigentlich hier diese gesamte Area ganz gut abfischen. Sowohl hier in diese Rinne reinwerfen, als eben auch hier vor diese Schilfkante. Also das funktioniert auch immer wieder ganz gut. Und natürlich ansonsten ins 7,5 Meter, aber da muss man schon sehr, sehr, sehr weit rauswerfen. Ich meine so um die 50 Meter sogar weit rauswerfen. Ja, was jetzt hier geht, ich bin gespannt. Ich denke, ich werde gleich nochmal eine etwas andere Futtermische zusammenbauen. Vielleicht tatsächlich auch nochmal mit Heilbutt in Kombination und das dann nochmal weiter testen. Tja, und dann gucken wir mal, was hier noch so geht und ob hier noch mehr geht an Wildkarpfen. Wäre nicht so schlecht. Also, Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Selber mal ein bisschen testen. Einfach auch mal an die Sucher gehen. Ist gar nicht so schlimm, das Gewässer. Man fängt auch tatsächlich an der Sucher was. Einfach mal mutig testen. Und wenn man nicht genau weiß, wo, hier an dem Spot zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar schöne Wildkarpfen fangen. Petri, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.